am Samstag bestellt und heute schon angekommen. Das Paket von Van Dark. Ihr seht es hier. Ja, ich bin super gespannt. Ich weiß ja im Prinzip, was drin ist. Trotzdem bin ich gespannt. Und mal schauen, wo wir hier drankommen. Ich glaube, das hier müssen wir aufmachen. So, das ist das. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch hier diese Kante aufmachen. Und hier oben das. So, mal schauen, ob es schon geht. Okay. Ah ja, alles klar. So. Das Messerchen tun wir zur Seite. Das brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Und na, ich zeig mal, so kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ein schönes Buch von Van Dark und eine wunderschöne Kiste. Alter Falter, ist die schwer. Das hätte ich nicht erwartet. Wie immer ein wunderschöner persönlicher Gruß. Moin Axel, viel Freude mit deiner Tiefsee-Goldkraft Daniela. Damit ist schon mal klar, welche Uhr ich mir ausgesucht habe. Es handelt sich um die Van Dark Goldkraft. Nochmal vielen Dank. Und oi. Das sieht aus wie eine Box von Finest Boxes. Zumindest sehen meine Finest Boxen, Uhrenboxen so aus. Und hier haben wir das gute Stück. Ich zoome mal ein kleines bisschen rein. Super. Also die Box ist schon mal richtig was Feines. Und die Uhr, wenn ich die mal so in die Kamera halte, natürlich kommen direkt die Folien ab. Was soll ich damit? Ich möchte die Uhr ja zeigen und nicht die Folien zeigen. Heiligsblechle, das sieht doch mal richtig klasse aus. Ich bin ja nun überhaupt nicht so der Goldtyp, aber das finde ich echt super. Ich muss mal kurz gucken, wie es in meinem Arm aussieht. Aktuell habe ich die aufregende, aber extrem bekannte G-Shock am Arm, die tun wir jetzt mal kurz weg und packen dafür die Van Dark Tiefsee Goldkraft an den Arm und super. Also gefällt mir wirklich richtig, richtig gut und ich bin auch mega gespannt, wie sie sich im Alltag schlägt. Ich habe ja die Tiefsee Ruhe, insofern weiß ich in etwa, was auf mich zukommt. Aber mit dem Gold, das ist für mich was ganz Neues. Und ehrlich gesagt, freue ich mich da ziemlich drauf. Ja, so viel zum Unboxing der Tiefsee Goldkraft. Das Review folgt in den nächsten Tagen.